So, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 2. Im letzten Part haben wir ziemlich viel Nebensächliches gemacht, haben letztes Mal auch beschlossen, dass wir jetzt offiziell endlich mit der Altairis rumlaufen und jetzt stehen wir vor Leonards Werkstatt, weil ich eigentlich... Wir sind stolz auf unsere gute... Eigentlich... Schauen wir nochmal in den Vorderen. Ach, ich bin doch auch ein Vollidiot, oder? Ich reise mal kurz halt nach Florenz. Brauche aber Venedig. Da ist klar, dass ich ihn nicht finde, wo ich ihn brauche. Also, ich brauche Punkto 1. Erstmal jetzt Leonardo. Leonardo ist mir in der Nähe davon. Hoffe ich. Das ist die Altairrüstung. Endlich. Ich mag die Rüstung. Ehrlich. Die ist saugeil. Nicht, dass sie nicht kaputt gehen kann. Nein. Die hat auch maximalen Schutz für uns. Komm, lasst mich euch mit meiner Erfahrung. Und ja, weswegen ich zu Leonardo will, ist simpler Grund, ich habe eine Codex-Seite gefunden. Leonardo. Na, das ist ein Auftragsattentat. Ah, da. Da. Doch ein ganz schönes Stückchen dahin zu laufen, okay. Eine Vereinbarung, die euren Schutz. Aber hey, wir haben die alte Jerusalem, also ich bin glücklich. Und es geht ja auch einigermaßen schnell. Und anscheinend ist Ezio ein ziemlicher Geist, dass das angeht. Ich bin da mal kurz einfach auf den Baum, okay. Leonardo! Ezio. Es ist gut, dich zu sehen. Wie kann ich dir helfen? Haha, du hast noch eine gefunden. Wie aufregend. Ja, wir tauschen einfach diese beiden Zeilen und schieben sie nach links. Fertig. So. Wenn ich mich jetzt nicht ganz schlecht erinnere, haben wir nun eine entschlüsselt. Verschlüsselte 0. Und ja. Wir kriegen, soweit ich weiß, nichts mehr zusätzlich. Also entweder wir kriegen jetzt noch eine Codex-Seite von dem nächsten Gegner, den wir einfach mal kurz dann eine Halsschlagader weniger machen. Weil wir sie ja durchlöchern. Oder es ist noch irgendwo eine Codex-Seite versteckt. Was, wenn man sich die Karte anschaut, ein bisschen unwahrscheinlich ist. Ja, und hier oben kann es wirklich noch ein bisschen weitergehen, weil hier sind so noch die verschwommenen Ränder. Hier unten überall alles wirklich schön ordentlich. So, wir müssen jetzt hier hin. Und ja, dann machen wir das doch mal schnell. Hui! Mach den direkt weg. Das war mein Controller. Ich hab mich noch kurz ein bisschen geheilt. Ja. Man soll hinzufügen, wenn ihr das hier seht. Also nächste Woche irgendwann, wahrscheinlich am Dienstag. Wenn ihr das hier seht. Und das hochgeladen wurde gerade erst. Müsste Dienstag gewesen sein. Und ja, an alle, die Legend of Zelda auch gucken. Legend of Zelda könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Wird bald beendet. Oder ist schon fertig aufgenommen, das ist alles. Aber das ist eine Information, die hier nichts zu suchen hat. Also würde ich sagen, ich bin froh. Ich habe jetzt ein Projekt endlich durchgebracht mal wieder. Oh!
verstehe es nicht, also... Ich könnte natürlich auch jedes Gebäude irgendwann mal absuchen im Bonuspart. Aber nö, das bin ich zu faul. Na, mal gucken, wie die Resonanz ist. Hey, denkt auch mal an die, die ihr verletzen könntet. Also mich und die Wachen. So, dann machen wir mal Quests. Salve, Ezio. Willkommen und gut gemacht. Mein Heer erstrahlt in altem Glanz. Jetzt wird Silvio erkennen, was für einen Fehler er gemacht hat. Wie sollen wir vorgehen? Ein direkter Angriff auf das Arsenale? Nein, sie würden uns am Tor massakrieren. Ich habe einen anderen Plan. Nehmt meine Männer und verteilt sie im Bezirk. Der Ärger, den sie machen, wird Silvio zwingen, die meisten seiner Wachen abzustellen. Und wenn das Arsenale etwas leerer ist, kann ich hinein und ihn töten. Esatto! Ihr werdet kaum Gegner haben. Hoffentlich schluckt er den Köder. Oh, keine Sorge. Das wird er. Was macht denn das so sicher? Position beziehen. Söldner zu strategischen Zielen eskortieren, die von Bartholomew markiert wurden. Deutsche Sprache. So, Problem ist, die können nicht klettern, also muss ich direkt weggehen. Yes! Also Umwege. Och, geh unter einer Leiter durch, sind wir alle Pechvögel, so wie die Mission mit Scheitern. Haben es verkackt. Wo geht's denn weiter? Das nicht. Haha! Lazo! Auf ihn! Du hast deine Grenze überschritten, Bastardo! Naja, zumindest bin ich Insta-Dead. Auf das euer gesichertes Vorhaben erfolgt. Folgt mir nach. Kommt, Freunde. Diese neuen Hey, der war der Erste, der uns mal gelobt hat. Toll. Kommt auch mal vor. Ja. So, was lustig ist, wir müssen da nicht irgendwie irgendwas machen, sondern wir müssen gleich noch, Das werde ich genießen, Sack. So. Mir nach. Wartet hier auf mein Signal. Wie ihr wünscht. Los geht's. So. Und so einfach machen wir das jetzt immer wieder. Rauchbombe reinschmeißen, Hidden Blades ausfahren, fertig. Das ist wie dieses Tütchen off, drüber, fertig. Das ist wie halt Rauchbombe raus, also Rauchbombe auf, drüber, töten, fertig. Anschließend. Weil die mit ihren gezückten Waffen rumlaufen müssen, hallo? Wenn da so 5 fast gleich aussehende Einheiten rumlaufen.
Mit. Ich mach mal Plan B. Bleibt hier. Sind so auch hey, bekannt vor. Das könnte er sein. Hm. Eccolo! Da! Da! Glaubst du, du kannst tun, was dir gefällt, Strolzo? Da! Auf ihn! Irgendwie tun mir die Gegner irgendwie leid. Ich höre nichts dafür. Das sieht so gut nicht, meine Güte. Der Ruhm gehört mir, den großen Assassinen-Töter. Nach zwei Parts. Das ist schon fast peinlich. So, jetzt hemmt euch. Haltet diese Stellung. Wird erledigt. Bleibt dran. Was ich noch lustiger finde, hier. Wieso stehen hier überall Lanzen rum? Moment. Das Schwert, das ich da habe, ist nicht das Schwert, das ich eigentlich haben will. Okay, ohne meine Erlaubnis einfach mal kurz die Waffe wechseln. Das ist nett. So ist das geil. Ich hatte ja nur das alte Irrschwert, aber egal. Eine Minute, bitte. Ich mach's mal ganz chillig. Ich habe ein Elixier aus Blei und Granatapfel gebraut. Ideal für die Leber. Blei und Granatapfel. Eins der beiden Sachen ist bestimmt nicht gesund im Körper. Bei zwei Zielen bietet sich sowas an. Tut mir leid, aber. Hier werdet ihr warten. Gebt ein Zeichen, wenn wir zuschlagen sollen. So, und jetzt erstmal bitte kurz an den Fail ausbaden, wieso ich plötzlich dieses normale Standardschwert habe. Wir haben noch 6 Minuten, also würde ich das so schnell hinkriegen, oder? Oh, wirklich! Es ist fahrlässig hier vor da! Auf ihn! Das ist der Nachteil. Die Hidden Blade Szene. Du hast jetzt sozusagen keine Waffe gezogen. Solange du die Hidden Blade ausgerüstet hast und einfach auf den Gegner zugehst, der wird das Schwert erstmal nicht ziehen. Sobald du aber einmal zugestochen hast, werden alle anderen die Waffen ziehen. Da ist er! Packt ihn! Weiter so, Aminko. Aber wir lieben. Ah! Und jetzt will ich kurz noch nachgucken. Das ist die. Habe ich eigentlich jetzt schon alle Beutel? Yep. Alle Kleider. Zinfo, färben bringt es bei der Altieris so nichts mehr. Ein andermal, Messere. Es ist aber auch meiner Meinung nach nicht nötig, weil die Farbkombi der extrem gut ist. Ich hab keinen Bock auf euch, das ist Koski, Assis. Nicht, dass er entkommt. Er entkommt Stylo! Stark mit drin, der Controller. Immer gut. So fliegt man gut.
Es gab wohl noch nie einen Mann, der es mehr verdient hätte. Von Maestro Priuli zu erfahren, aber erst müssen wir ihn finden. Moinsen. Hier, das ist ein bisschen Geld. Und die brauche ich auch nicht mehr danach zu bestehlen, denn ich habe hier genug Kohle. Wozu muss ich jetzt die 500 Florin oder wie auch immer die Währung heißt, die ändert sich ja irgendwie im Teil nur ein bisschen. Er muss spät dran sein. Und sie, sehr schön. Ja, naja. Wenn du wüsstest, Kollege. Er ist nicht sehr schön. Aber muss trotzdem sterben. Neuigkeiten aus Übersee. Es gibt Gerüchte über Unruhen in den Rängen der Ottomanen. Heute treffen sich der Doge und die Zehn, um einen Handlungsplan zu beschließen. Händler sollen zunächst jeden Handel in Mal kurze Frage. Wo ist denn der nächste Schnellreisepunkt? Oh, das ist genau mittig. Ich gehe dahin. Weil ich es kann. So. Schmiedewaren, Waffen, Rüstungen, Schlosserarbeiten und Geschirr zu erstehen. Schon drei Generationen dient die Familie von Bertuccio aus San Polo den Bürgern Venedigs. Und da das Schnellreisebüro eher im Wasser ist, bleibe ich kurz dann auf der Gondel. Speed. Von Boot zu Boot zu Boot. Dann geht man hier hin, macht man die Journey. Ich finde es immer noch lustig, dass man eigentlich jegliche Schnellreise, egal von wo nach Montrigiani, immer 100 Florin kostet. Das ist irgendwie so... Hi, wir sind billig. Naja. Bedenkt auch, wenn ihr ein oder zwei Aber wisst ihr, was ich immer noch heftig finde? Nein. Ja, heftig finde ich immer noch, dass eigentlich du vollkommen OP bist. Naja, nein, was ich irgendwie heftig finde, ist wirklich, dass sie plötzlich mal einfach Schwert getauscht haben. So als ob, nimmst du die Altairus und darfst du nicht das Schwert des Altair nehmen. Und ich habe viel Humor. So, das ist das Schwert unserer Wahl und das bleibt jetzt auch ausgerüstet. Ja, die Gelehrte Orks passt und es fehlt noch ein Hammer, also müsste eigentlich irgendwann noch eine neue Waffe hinzukommen. Mal gucken. Vielleicht haben wir die jetzt schon freigeschaltet. Vielleicht kommt jetzt auch noch irgendwann zu, aber... Extra großer Messergürtel. Rauchbomben. Kugeln haben wir. Euer Geld scheint echt zu sein. Was erwartest du bitte von meinem Geld? Geschäft gibt Hat der vielleicht noch neue Beutel? Na, wie schon gesagt, Messergürtelerweiterung wäre supi. Ist immer plus 5 Messer, also und davon habe ich schon 3 gehabt oder so. Ja, 3. Kommt doch wieder, ihr braucht meine Hilfe. Kommt, Nö. Meine Freunde, ich hab... Er schalte uns mal so, dann machen wir uns noch die Gift-Dinger auf. Gift haben wir jetzt auch voll und sind fertig. Ja. Und der Timer ist abgelaufen, das heißt, wir sehen uns im nächsten Part wieder... Wir haben eine Mission geschafft.
Wow. Oh, wir werden noch kurz die Codex-Seite anbringen. Und dann sehen wir uns auch schon wieder im nächsten Part. Bis dahin. Ich sage jetzt erst Tschüss, außer dieses Ausnahme. Wenn wir die Codex-Seite an die Wand gehangen haben, ich will jetzt wissen, haben wir jetzt alle oder fehlen uns noch eine? Weil wir müssen bis zum bestimmten Zeitpunkt alle Codex-Seiten besitzen. Ja, das war nicht optional. Das ist eine Pflicht-Quest und so. Und uns fehlt noch genau eine Codex-Seite. So, dann würde ich sagen... fertig. Keine Ahnung, was das wird, aber ich glaube, das könnte eine Weltkarte werden. So, es wird noch genau eine Codex-Seite. Heißt im Klartext, wir sind echt nah am Ende des Spiels. Glaubt man zumindest. Weil wir haben alle Bilder, wir haben alle Rüstungen, wir haben fast alle Waffen, bis auf, wie schon gesagt, diesen einen einzigen Schläger, oder... ja, da kommt noch einer hin. Und ob da noch irgendeine Skulptur oder sowas hinkommt, auch keine Ahnung, also... ich will mal kurz was nachgucken. Ja. Selbst das Shiva Nova, was einen ziemlich eleganten Griff hat, das aber total ekelhaft aussieht, ist schwächer als unser alter Irrschwert. Und das ist auch schön. Denn das alter Irrschwert ist sowas wie die schönste Waffe meiner Meinung nach. Und ja, das Geld in der Truhe lassen wir noch liegen. Und ich sage es, Leute, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, Leute. Tschüss.